In diesem Video erfährst du, welche Vorteile du hast, wenn du die Ernährungsberater-Lizenz bei uns bei der KF Akademie absolvierst. Und ich würde sagen, ohne großes Rumgerede legen wir direkt los mit Vorteil Nummer 1. Let's go! Vorteil Nummer 1 ist, bei uns ist das Wissen wirklich auf dem aktuellsten Stand. Es sind wieder über 400 wissenschaftliche Quellen hiermit in die Ausbildung eingeflossen. Das bedeutet, alle Mythen, die du dir so zum Thema Ernährung vorstellst, haben wir hier für dich schon aufgeklärt. Und danach kannst du nicht nur das Ganze einschätzen, sondern kannst diese Mythen auch widerlegen oder überprüfen, wenn jemand anders dir mit einem Mythos zum Thema Ernährung kommt. Und über welche Mythen wir zum Beispiel alles sprechen werden, dafür hier mal ein paar kurze Beispiele. Wie gesund oder ungesund ist Zucker wirklich und wann genau führt es eigentlich zu Diabetes Typ 2? Sind Süßstoffe wie zum Beispiel in solchen Leitgetränken hier wirklich schädlich und führen sie sogar zu Krebs? Was ist nun eigentlich mit Omega 3? Können wir den Bedarf mit der normalen Nahrung decken oder müssen wir supplementieren? Müssen wir jetzt eigentlich darauf achten, wie viele Eier wir am Tag essen und gibt es da irgendwelche Gefahren für den Cholesterinspiegel? Bei welchen Vitaminen, Mineralstoffen oder auch sekundären Pflanzenstoffen ist es wahrscheinlich, dass wir einen Mangel haben und falls ja, bringen denn überhaupt Supplemente was und sollten wir dafür dann Supplemente nehmen? Bringt das etwas für die Gesundheit, wenn man sich hier vegetarisch oder auch vegan ernährt und welche Ernährungsform ist jetzt eigentlich so die gesündeste? Welche Supplements sind sinnvoll und welche sind absolut unnötig und eigentlich nur Geldverschwendung? Sollte man heute noch mit Diäten wie zum Beispiel Low-Carb-Diäten abnehmen, sind die überhaupt gesund und gibt es vielleicht nicht eine andere Alternative, wie man besser langfristig abnehmen kann? Was ist jetzt eigentlich mit Milch? Ist Milch krebserregend oder sollten wir alle unbedingt Milch trinken, um unseren Kalziumbedarf wirklich zu decken? Allerdings reicht es natürlich nicht nur aus, wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung zu haben, sondern du musst auch noch viele andere Dinge können, die teilweise noch mal ein bisschen wichtiger sind und darum geht es in Vorteil Nummer 2. Vorteil Nummer 2. Du erhältst von uns nicht nur das ganze umfangreiche Wissen über Ernährung, sondern, vielleicht noch wichtiger, du erhältst von uns alle nötigen Beratungskompetenzen und moderne Beratungstechniken mit an die Hand, die du benötigst, um deinen Kunden wirklich ans Ziel zu führen. Denn eins kann ich dir sagen, es reicht nicht, wenn du mögliche Wissenslücken schließt und dem Kunden sagst, was eine gesunde Ernährung ausmacht und was, welche Lebensmittel und welche Diät für ihn möglicherweise passend ist, sondern du benötigst viel, viel mehr Wissen. Jetzt stell dir mal vor, dein erster Kunde kommt zu dir und benötigt Hilfe von dir. Er möchte abnehmen, Muskeln aufbauen oder was auch immer. Weißt du, was genau du jetzt fragen musst, wie du vorgehen musst, damit du alle nötigen Informationen von ihm bekommst? Und weißt du denn auch schon wirklich ganz genau, was du danach machen musst, wenn du diese Informationen hast? Ich kann dir sagen, die meisten wissen es nicht und sie wissen nicht, wie genau eine Ernährungsberatung abläuft. Von uns bekommst du genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung und wir zeigen dir ganz genau, welche Steps du zusammen mit deinem Kunden durchlaufen musst, damit er das Ziel erreicht und ihr beide zusammen weiter nach vorne kommt. Vorteil Nummer 3, du lernst auch das Gebiet der Ernährungspsychologie kennen. Denn Ernährung ist mehr als nur Mikro- und Makronährstoffe und irgendwelche Zahlen- und Kalorientracking, sondern man muss auch die Psychologie dahinter betrachten, den Menschen dahinter betrachten. Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Ja, es kann sein, dass jemand sich total gut ernährt und auch eigentlich gar keine Probleme hat mit der Ernährung, aber immer halt Heißhungerattacken bekommt und genau deswegen zum Beispiel hyperkalorisch isst, also zu viel isst und deswegen vielleicht Probleme hat mit dem Gewicht. Und wenn du jetzt eben da nur ankommst mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, mit einem Ernährungsplan, dann wird das nicht viel bringen, weil die Heißhungerattacken wird er vielleicht trotzdem haben. Das bedeutet, du als Ernährungsberater musst einfach wissen, wie zum Beispiel solche Hungerattacken entstehen, wie zum Beispiel Appetit entsteht und musst dann auch mit ihm gemeinsam rausfinden, okay, wie kann man das Ganze dann wieder beheben? Also hat das teilweise auch durchaus ernährungspsychologische Aspekte, ja, die du da beachten musst innerhalb der Ernährungsberatung. Und was eben auch eine wichtige Sache ist, zum Beispiel, dass du auch dafür sorgst, dass der Kunde, nachdem er bei dir in der Ernährungsberatung war, nicht wieder rückfällig wird. Ja, das bedeutet, du brauchst eine Rückfallprophylaxe. Ja, was musst du in der Ernährungsberatung machen, damit er eben nicht rückfällig wird und damit er eben keinen Jojo-Effekt nach deiner Beratung, nach deiner Dienstleistung bekommt? Ja, das sind solche typisch wichtigen Dinge, die wir hier beim Thema Ernährungspsychologie besprechen. Wir besprechen natürlich auch noch weitere Dinge, aber uns ist wichtig, dass es eben dass das Ganze ganzheitlich betrachtet wird und dass nicht nur die Zahlen betrachtet werden, sondern eben auch die Psychologie dahinter und dass man das eben auch mit beachtet in der Ernährungsberatung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht wirklich ein guter Ernährungsberater. Vorteil Nummer 4. Wir zeigen dir, wie du professionelle Ernährungspläne erstellst. Wir zeigen dir wirklich Schritt für Schritt, wie du beim Ernährungsplan erstellen vorgehst, was du beachten musst, damit der Plan am Ende auch wirklich sitzt und deinen Kunden auch wirklich zum Erfolg führt. Doch bevor wir das machen, geben wir in der Lizenz darauf ein, für wen Ernährungspläne wirklich Sinn machen und für welche Gruppe sie überhaupt keinen Sinn machen und wo du einen Ernährungsplan wirklich nicht erstellen solltest. Ich kann dir nämlich sagen, es gibt genug Menschen, die so einen Ernährungsplan nicht befolgen können oder bei denen es in der Realität so ausschaut, dass sie den vielleicht anfangs befolgen und dann aber das irgendwann wirklich auch zum Scheitern verurteilt ist.
was du in so einer Situation machen kannst, welche anderen Gewohnheiten und Maßnahmen du deinem Kunden mit an die Hand geben kannst, damit er auch ohne strikten Ernährungsplan zum Erfolg kommt. Darauf gehen wir natürlich auch genauestens ein und bekommst eine Reihe an Maßnahmen mit, die du dann auch so in der Praxis für dich und mit deinem Kunden umsetzen kannst. Wenn du aber einen Ernährungsplan erstellst und wenn das das Mittel der Wahl ist, dann zeigen wir natürlich ganz genau, wie du das machst, damit der Ernährungsplan wirklich sehr, sehr gut wird und du und dein Kunde auch wirklich was davon habt. Vorteil Nummer 5. Du bekommst alle möglichen Vorlagen mit an die Hand, damit dir die Arbeit als Ernährungsberater wirklich so leicht wie möglich fällt. Wir haben zum Beispiel hier schon komplett deine Bedarfsanalyse designt, so wie wir es auch in Ausbildung dann vorgeben. Und so kannst du es dann genau auch übernehmen und hast hier schon mal was Professionelles auch in der Hand. Und davon gibt es auch noch viele weitere, zum Beispiel Erfassungsbögen, die du so brauchst als Ernährungsberater. Das bedeutet, das kannst du genauso für dich nutzen und auch hier dein Logo zum Beispiel einbauen. Ja. Dann haben wir noch andere coole Sachen für dich designt. Zum Beispiel gleich das Ernährungstagebuch, was du mit deinem Kunden ausfüllen kannst als Ernährungsberater. Das heißt, das bekommst du auch noch alles on top oben drauf, damit dir halt die Arbeit als Ernährungsberater so leicht wie möglich fällt und dass du da so gut wie möglich von uns unterstützt wirst. Diese ganzen Vorteile erwarten dich in der Ernährungsberaterlizenz und es gibt noch viele weitere Dinge, die du lernen wirst. Wir haben wirklich an alles gedacht, was du dir zum Thema Ernährungsberatung vorstellen kannst und du lernst alles, was du in der Theorie, aber auch in der Praxis brauchen kannst. Und das Besondere ist, bis nächste Woche Freitag gibt es noch den Eröffnungspreis. Da zahlst du statt 749 Euro nur 599 Euro für die Ernährungsberaterlizenz. Natürlich noch zuzüglich der 99 Euro Prüfungsgebühr. Aber dieses Angebot ist eben streng limitiert bis nächste Woche Freitag. Und bis dahin kannst du die Ernährungsberaterlizenz zum Eröffnungspreis dir sichern. Also klick mal jetzt direkt hier auf den Link im Video oder auch in der Videobeschreibung. Dann kommst du direkt zu dem Angebot und kannst dich auch noch weiter über die Lizenz informieren. Wir freuen uns sehr, dich bei der Lizenz begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Video, dein Tim Kinalzig und ciao.